20 Sekunden. Und Elias Scholtes mit seinem 8. Treffer. Irgendwie ein bisschen verrückter Typ, jetzt den Wurf so zu nehmen, aber ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir lassen die letzten 10 Sekunden mal hier so laufen mit den Eindrücken hier aus der Halle. Bei mir ist Rolf Bechtol. Rolf, halt runter. Nach 2008 wieder deutscher A-Jugendmeister. Wie ist das? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Bin unheimlich stolz auf diese Jungs. Absolut toll. Die haben heute Historisches erreicht. Absolut super. Ich hab gar keine Worte mehr. So glücklich bin ich. Robert, ist doch saugeil, oder? Glückwunsch. Ja, danke. Danke. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Vor so einer Kulisse, so ein Spiel. Die haben es uns so schwer gemacht. Man sieht, wir verlieren zu Hause. Ja, aber im Endeffekt, was soll ich sagen, wir sind deutscher Meister. Ihr wart immer dran, ihr habt den Grundstein in Berlin gelegt, wart heute immer dran. Ich hab's nicht verstanden. Ihr wart immer dran heute. Ja, wir hatten eine schwache Phase am Anfang, aber ja, ey, wir sind deutscher Meister, was soll ich sagen. Alles klar, okay. Elias Scholtes. Elias Scholtes. Glückwunsch, Elias. Wie geil ist das jetzt? So gar nicht in Worte zu beschreiben vor so einer riesen Kulisse. So eine geile Stimmung, 60 Minuten lang. Wir haben gewusst, dass es absolut kein einfaches Spiel wird. Aber die ganzen Fans, sie haben uns mal wieder den Rücken gestärkt. Und damit haben wir uns das Scheißding endlich mal wieder nach Gronau geholt. Was hat den Ausschlag gegeben heute? Ich würde sagen, auf jeden Fall die Stimmung in der Halle. Was war was ganz anderes als in Berlin. Gefühl 100-mal mehr Fans und natürlich auch der Wille von uns. Wir haben gemerkt, wir sind nicht wirklich gut ins Spiel reingekommen, hatten viele technische Fehler, haben aber trotzdem nicht den Kopf in den Sand gesteckt, haben weiter Gas gegeben und dafür wurden wir jetzt belohnt. Alles klar, feiert schön. Mathis, herzlichen Glückwunsch. Danke sehr. Zu dieser deutschen Meisterschaft. Wie findest du es heute? Das war doch, habt ihr das erwartet so in der Form? Also wir haben es nicht erwartet, es war zwar unser großes Ziel, aber erwartet haben wir es auf gar keinen Fall. Aber es ist natürlich sehr schön, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Es ist natürlich ein Riesengefühl jetzt. Es ist super, dass wir deutscher Meister sind. Ehrlich, das ist unbeschreiblich. Ihr habt euch das von Beginn an der Saison vorgenommen. Ja. Aber wann hast du gewusst, ja, und jetzt holen wir das? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also, wir mussten erstmal das Halbfinale gegen Leipzig machen oder das Semifinale gegen Dormagen. Es waren sehr schwierige Gegner. Und wenn man das beides gewinnt, hat man natürlich Selbstvertrauen. Und dann will man das Finale natürlich auch noch holen. Du verabschiedest dich mit diesem Titel nach Lübeck. Ja. Das ist ja mehr als ein Abschiedsgeschenk, denke ich. Das bleibt ja, ja immer. Ja, das ist ein super Abschiedsgeschenk. Also ich glaube, den deutschen Meistertitel kann man keinem mehr nehmen hier. Also super. Und dann ist ein super Abschied. Ich freue mich sehr. Dir alles Gute weiterhin. Ja? Ciao. Deutscher Meister werden. Also, danke, ich danke, du hast mir gratuliert. Wir haben ein geiles Spiel gesehen, über zwei Spiele völlig verdient. Ja, natürlich waren wir im Rückstand teilweise, aber ich glaube, wir haben die Ruhe bewahrt einfach und sind cool geblieben. Das war laut genug. Aber Daniel, ganz kurz noch aufs Spiel. Das Pfund in Berlin war halt die Ausgangslage, aber ihr wart immer dran heute, immer gebissen. Ne? Ja, wir haben immer an uns geglaubt und das ist unsere mentale, physische Stärke und psychische Stärke vor allen Dingen. Dass wir nicht auf immer einen Plan haben, cool geblieben sind, nicht in das Loch gefahren sind und die Jungs immer an sich geglaubt haben. Das war unser, dieses Jahr unser größter Entwicklungsschritt, finde ich. Daniel, du warst jahrelang jetzt nahe dran und jetzt hast du diesen Titel geholt. Was bedeutet dir das?
Ja, ich glaube, das bedeutet dem Verein im Endeffekt sehr viel. Ich sage immer, Titel sind nicht so wichtig. Aber ich würde jetzt lügen, wenn es nicht mal langsam Zeit gewesen wäre. Ich wurde ja auch oft genervt, dass es immer schon lange her ist. Und ich denke, jetzt haben wir das als Team. Ich will auch irgendwann mal die Leute nennen, die um das Team rum sind. Vielleicht haben wir noch einen Moment. Oder? Immer. Ja, erstmal muss ich mich ja erstmal an das Team in Team danken. An Tobi Knaus, Tanja Knöll, Physio Thilo Meier. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Torwarttrainer Patrick Jahnke, Athletiktrainer Florian Schulz. Ja, und im Endeffekt aber auch Michael Abt, der mit der dritten Liga eine super Arbeit vorweg gemacht hat, mit Tobi Scholtes, mit dem wir gut zusammenarbeiten. Das Physio-Team mit Helen und Marcel. Marcel war, Entschuldigung, auch die Jahre die Vorarbeit geleistet. Aber Helen und Pascal, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Aber das, da gönnt sich jeder das andere und ist das, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg, dass die Jungs gut werden. Wir schließen alle mit ein auf jeden Fall. Wenn ich einen vergessen habe, bitte seht es mir nach und sagt es mir. Aber was bedeutet dir das persönlich, so ein Titel, die Deutsche Meisterschaft? Ja, sehr viel. Ich bin ja hier hingewechselt, nicht aus Spaß, ja, sondern wollte Titel gewinnen. Will noch wichtiger Spieler ausbilden, aber das eine schließt das andere nicht aus. Und wir sehen, wenn wir gut, erfolgreich Spieler ausbilden, individuell, dann werden sie auch als Mannschaft reif. Und das bringt sie auch was. Bedeutet mir sehr viel, ist mein Beruf. Und wenn das erfolgreich ist, dann ist man sehr, sehr glücklich. Du hast sehr viele Spieler schon ausgebildet, aber mit Titel ist noch schöner, Daniel. Ja, Vizetitel ist scheiße. Feier schön. Danke. Danke, alles Gute. Ja, und bei mir ist Tobi Knaus, der Co-Trainer von Daniel Haase. Daniel ist richtig aus sich herausgegangen, eben im Interview. Das wollen wir jetzt von dir auch erleben. Da bin ich der falsche Typ jetzt dazu. Das kommt jetzt danach, wenn die Kamera aus ist, dann geht's ab. Aber die Lautstärke ist schon mal gut. Ja. Aber jetzt Tobi, Glückwunsch zur Meisterschaft. Ihr habt euch das vorgenommen vor der Saison. Wann hast du es gewusst? Ja, und jetzt können wir es wirklich auch packen. Klingt logisch, komisch, aber nach der Niederlage in Pforzheim. Nach der Niederlage in Pforzheim, da gab es eine Brandrede und da ist so der Schalter umgegangen und dann so eine Eigendynamik entwickelt. Was ist das Erfolgsrezept von Daniel? Man erlebt ihn immer sehr akribisch, auch sehr impulsiv. Wie hat es die Mannschaft angenommen? Ich glaube, Daniel kann man als Menschenfänger bezeichnen. Ich glaube, die Jungs kapieren es nicht, dass alle gleich behandelt werden. Egal, ob er gar nicht spielt oder 60 Minuten, aber jeder ist wichtig und ich glaube, da sind auch alle mitgenommen einfach in dem Spiel dann. Und wie ist es für dich, du wohnst ja in Östringen, hier in der Stadthalle so eine Meisterschaft zu feiern, das kann man ja nicht schöner schreiben vorher sowas, ne? Ja klar, ich wurde gerade ein bisschen gemobbt hier von der 01er, endlich die Goldene, zwei silberne Hammer und jetzt reiten wir die Stadthalle ab. Okay, da bleiben wir noch kurz stehen und dann machen wir das. Alles feiert klar. Schön, ne? Danke. Alles gut. Ja, und die Rhein-Neckar-Löwen, die jungen Löwen, bestehen ja aus zwei Stammvereinen. TSV Östringen hier, wo wir heute gespielt haben, und die TSG Kronau. Und deren Vorsitzenden, Karl-Heinz Just, begrüße ich jetzt. Und Holger Fürbass, der heute Sebastian Geider aus dem Vorstand des TSV vertritt, der kommt jetzt auch gleich dazu. Und Karl-Heinz, dein erster Eindruck? Ja, überwältigend, wirklich. Eine volle Halle, tolle Stimmung. Und zwei Jugendmannschaften auf Augenhöhe. Ich finde, wir haben es clever gespielt. Ja, wir waren immer hinten dran, aber haben nie die Nerven verloren und immer die Füchse auf Abstand gehalten. Also großes Kino heute. Auch Respekt vor den Füchsen Berlin. Die haben wirklich gekämpft, alles gegeben. War Handball, Jugendhandball auf höchstem Niveau. Holger, warum haben die Löwen das heute verdient geholt? Wenn man sich die Entwicklung von dieser Mannschaft anschaut über die letzten Jahre. Und wenn man bedenkt, dass sie dreimal hintereinander im Finale waren, letztes Jahr blenden wir aus und die Runde beobachtet hat, wie diese Jungs, guck mal, wie die anderen Gegner haben sie alle sehr deutlich geschlagen. Und wenn man diese Mannschaft beobachtet, wenn man sieht, was für ein Team, was für eine Leidenschaft die entwickeln, braucht man die Frage nicht mehr stellen, die ist geklärt. Die haben das absolut verdient über die ganze Runde. Und die haben uns als Junglöwen sehr, sehr stolz gemacht. Genau, wollte ich jetzt mal auf Vereine zu sprechen kommen. Was bedeutet es für euch als Vereine letztlich, so eine Meisterschaft? Wir erinnern, in Kronau 96 B-Jugendmeisterschaft, als Gesamtlöwen dann 2008 die A-Jugendmeisterschaft. Was es uns bedeutet, Zulauf an Jugendlichen, die wieder Handball, Lust auf Handball haben. Ja? Und wir hoffen auch, dass einige, so wie heute Elias Scholl, wieder aus eigenen Orten hier in der Jugend auftrumpfen und vielleicht eine Chance haben, auch später mal Bundesliga zu spielen. Das ist für unseren Nachwuchs einfach Rückenwind. Holger, dafür drehen die Vereine an, dass Spieler in die Bundesliga entwickelt werden, am besten bei den Löwen natürlich, aber es sind auch viele breit gefächert unterwegs. Ist das Ausbildungskonzept?
Ja, das ist das Ausbildungskonzept. Das obere Ziel ist natürlich, die Jungs zu holen. Das hilft dann natürlich. Und es ist natürlich das Ziel, Bundesligaspieler irgendwo zu entwickeln. Und jetzt haben wir endlich mal wieder nach langer Zeit auch eine deutsche Meisterschaft geholt. Zielsetzung betrachtet, Jungs Ausbildung, dann hilft das natürlich auch. Es hilft diesen Jungs und es hilft uns, so wie der Karl-Heinz gesagt hat, als Verein. Es ist eine sehr, sehr große Bestätigung für die Arbeit, die hier gemacht wird. Wenn ich auf die Begeisterung hier zu sprechen komme, die Emotionen, also 850 Zuschauer, es war rappelvoll wie schon lange nicht mehr in der Stadthalle. Was bringt ihr, beziehungsweise was gibt ihr das? Ich finde es einfach nur geil, was hier heute ablief. Wir haben einen würdigen, einen krassen Rahmenhallen. Gott sei Dank konnten wir auch ohne Maske und irgendwie ohne Corona alles das, was der Handball ausmacht, den Jugendhandball. Die Berliner, das war heute ein Spiel, das war ein Finale. Also ich habe schon viel schlechtere Finale gesehen. Das war ein sehr starkes Finale, was heute gespielt wurde. Es waren Emotionen, es war Stimmung in der Halle. Alles, was unseren Handballsport so geil macht. Karl-Heinz, du warst unten mit dabei gestanden am Spielfeldrand. Du warst ja kaum zu halten, ne? Ja, das ist, ich muss einfach dabei sein, ja, um den Kontakt zu haben zu den Spielern. Das habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, nicht nur Rheinische Löwen erste Mannschaft anzusehen, sondern auch bei den Jugendmannschaften mit dabei zu sein. B-Jugend, C-Jugend, wenn es geht, A-Jugend natürlich und dritte Liga. Ist zwar immer viel Zeit, aber es macht riesen Spaß dieses Jahr. Also so ein Jahr hatten wir noch nie als Erfolg, als Junglöwen. Ne? Unsere dritte Liga-Mannschaft hat ja Staffelsiege gemacht, wo viele A-Jugendliche mitgewirkt haben. Heute das Top-Ereignis, U19 deutscher Meister und in 14 Tagen das Rückspiel B-Jugend, wo wir auch nochmal die Chance haben. Also wenn wir das auch noch reißen, ja, dann sind wir das Ausbildungszentrum von deutschen Handball hier. Okay. Ich glaube, da ist dann alles. Ja, bitte? Ja, dem gibt es eigentlich gar nicht viel dazu zu ergänzen. Karl-Heinz hat alles gesagt. Meine Eingangsfrage auch. Ich habe auch mitgefiebert. Ich habe heute sowas von gezittert. Einfach weil ich diesen Jungs und den Daniel Haase und dem Trainerteam sowas von gegönnt habe, dass es endlich nach der Knoten platzt. Wir vom Medienteam schließen uns an. Wir haben das super gern begleitet. Glückwunsch an die A-Jugend. Und ich fasse nochmal zusammen. Also, wir hatten die Drittligameisterschaft geholt mit wunderbare Bilanz, das war schon super. Die A-Jugend, deutsche Meister, heute das Meisterstück gegen Berlin. Aber die Saison ist noch nicht um. Die U17, B-Jugend, die wird noch gegen Flensburg jetzt im Endspiel spielen. Ich kann sagen, im nächsten Wochenende in Flensburg und heute in zwei Wochen, Samstag, 20 Uhr, dann hier in der Stadthalle. Muss alles noch offiziell bestätigt werden. Aber das ist dann das, wo wir noch ein Stück weiter feiern wollen, noch ein bisschen Wegstrecke gehen wollen. Und dann fehlen mir die Superlative, dann fehlen mir auch die Worte. Kai, noch ein Lob ans Medienteam. Also es ist überragende Arbeit, was ihr leistet. Ihr tut uns super gut präsentieren in der deutschen Streaming-Welt, sage ich mal. Ihr macht es ganz toll. Ihr fahrt zu Auswärtsspielen. Also was ihr an Aufwand hier betreibt. Aber es lohnt sich, glaube ich, ja. Und es ist super Werbung für uns. Vielen herzlichen Dank euch allen. Vielen Dank, das macht auch Spaß und da habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen, nur noch den Dank ans Team, die hier hinter der Kamera echt super gearbeitet haben. Wir sehen uns, das war's aus Östringen, aus der Stadthalle für heute. Schönen Samstagabend noch, wir werden hier feiern, die Stadthalle wird abgerissen, habe ich gehört. Wir werden sehen, wir werden darüber berichten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.